Moin zusammen. Woche ist wieder vorbei. Fast vorbei. Wir haben wieder Freitag. Mal schauen, was uns das Wochenende bringt. Es gibt einiges, was im Hintergrund läuft. Auch einiges Unerklärliches, wie beispielsweise der Absturz der ägyptischen Maschine. Man weiß gar nicht, was los ist. Die einen sagen, man hätte Teile schon gefunden in Griechenland oder in der Nähe. Die anderen widersprechen und sagen, es ist nichts gefunden worden. Es ist wie in der Politik. Rauf und runter. Belogen werden wir eh. Kommen wir zu den Honigmann-Nachrichten vom 20. Mai 2016, Nummer 841. GMO-Futter, Glyphosat. Professor Sellerini von der University Kane und Kollegen verfütterten für eine zweijährige Studie einerseits Monsantos Roundup Ready, GMO-Mais, der zusätzlich noch den Pflanzenvernichter Roundup abbekam, an Ratten, andererseits gentechnisch freien Mais ohne Roundup, also Glyphosat. Die GMO-gefütterten Ratten entwickelten aggressive Tumore und starben früher als die Ratten der Vergleichsgruppe. Das Tumorwachstum tat bei den Ratten schon bei so kleinen Roundup-Mengen auf, dass die Verbraucherbehörde als unbedenklich eingestuft würden. Die Forscher mussten mit ansehen, wie 50-80% der weiblichen Ratten nach ca. 2 Jahren mit 3 großen Tumoren herumliefen. Schon nach 7 Monaten hatten die Tumore angefangen zu wachsen. Solches Gewächs bekamen Monsanto-freien Ratten frühestens nach 14 Monaten. Außerdem waren die Tumore der GMO-gefütterten Ratten größer als bei den mit anderen Futter versorgten Ratten. Sie waren vielmehr riesig, wie auch die Bilder zeigten. Bio-Lebensmittel. Der Züricher Lebensmittelforscher Denzer präsentierte Kristallisationsfotos von Lebensmitteln mit großen Unterschieden zwischen Bio und Nicht-Bio. Sein Labor in Schlieren hat Tröpfchen von 50 Lebensmitteln auskristallisiert und diese auf einer Glasplatte unter dem Mikroskop fotografiert. Bio-Äpfel zum Beispiel weisen komplexe filigrane Kristallstrukturen auf. Mit etwas Fantasie kann man sogar fein verästelte Apfelbäumchen erkennen. Auf den Nicht-Bio-Äpfeln-Fotos hingegen sind nur Bruchstücke davon übrig. Die getesteten Feldfrüchte stammen aus Hofläden, Biogeschäften und Supermärkten. Von der Gurke bis zur Orange, vom Kopfsalat bis zum Reis wiederholte sich das Bild. Bio-Lebensmittel zeigen ausgefeilte Kristallstrukturen, die bei konventionell angebauten Feldfrüchten kaum mehr vorhanden sind. Das Thema hatten wir ja schon vor Jahren mit dem japanischen Professor mit dem Wasser. Weltfinanzsystem. Beginnen Sie sich langsam schon zu fragen, ob überhaupt noch irgendwas in dem Finanzcrash-Vorhersagen dran ist? Denn nach wie vor scheint es sich ja keines der vielen möglichen Katastrophenszenarien eingetroffen zu sein. Die wohl bekanntesten Crash-Propheten der Republik Friedrich und Weig wurden jetzt gar gefragt, ob sie nicht sich einfach geirrt hätten. Nein, der Crash wird kommen. Die Frage ist nicht ob, sondern nur wann. Wenn wir ehrlich sind, ist der Crash schon voll im Gange. Er tritt scheibchenweise auf. Wir haben eine Null-Zinsphase. Riester ist gescheitert. Griechenland ist immer noch pleite. Italiens Banken sind marode. Viele unserer Prognosen sind in der Zwischenzeit eingetroffen und wir befürchten, dass leider auch der Rest eintreten wird. Sehe ich ganz genauso. Sie verschieben es wöchentlich, manchmal sogar täglich. New York. Der VS-Nachrichtendienst NSA ist nicht nur bei Abhören der eigenen Verbündeten einschließlich der Bundeskanzlerin aktiv, sondern auch vor Ort an den Krisenherden der Welt. Im Interview mit dem amerikanischen Nachrichtenplattform Fox News sagte der stellvertretende NSA-Chef Leggett jetzt, seine Behörde habe tausende Mitarbeiter in Krisenherden entsandt, vor allem unter anderem in den Irak und nach Afghanistan. Wörtlich erklärte Leggett, seit 2001 haben wir 5000 NSA-Mitarbeiter in den Irak und weitere 8000 nach Afghanistan geschickt. Insgesamt 18.000 in verschiedene Konfliktregionen der Welt. Langley, Washington. Die Yahoo News berichtete es besonders besorgniserregend,
dass das CIA-Büro, das zuständig ist für die Überprüfung illegaler CIA-Aktivitäten, seine Erledigung des Berichts vermasselt hat. Es scheint, dass Beamte des CIA-Generalinspekteurs eine heruntergeladene Computerdatei mit dem Bericht gelöscht hatten und dann versehentlich eine Diskette zerstörten, die ebenfalls das Dokument enthielt, sowie tausende von geheimen Daten über den Einsatz von verschärften Verhörmethoden durch die CIA. Kann ja mal passieren oder so, aber naja. Es scheint so, als könnten wir uns aussuchen, was wir glauben sollten oder auch nicht, dass der CIA entweder mit extrem sensitiven und wichtigen Geheimdienstmaterial grob fahrlässig umgeht oder dass sie eine Politik der selektiven Butterfinger verfolgte, nachdem er all diese lästigen Beweisstücke für illegale Aktivitäten auf magische Weise verschwinden lässt. Das ist deren Politik. VSA. Die Abhängigkeit der VS-Wirtschaft vom rüstungsindustriellen Komplex bewegt Washington zur Schaffung einer Feindfigur, schreibt der Kolumnist Cunningham auf der Webseite Strategy Culture Foundation. Laut Cunningham und die Versuche, Russland als Bedrohung darzustellen, zwar absurd, allerdings musste die VS-Machtelite die Militärausgaben in Höhe von 600 Milliarden VS-Dollar pro Jahr irgendwie rechtfertigen. Der Frieden in der ganzen Welt widerspricht den Grundlagen der Macht des kooperativen Kapitals in den USA und das ist alarmierend. Brasilia, Brasilien. Nach der Suspendierung der brasilianischen Präsidentin Rousseff und der Einsetzung des Interimspräsidenten Temer verdichten sich die Hinweise darauf, dass der Machtwechsel am Zuckerhut im großen Stil in den USA orchestriert wurde. Venezuelas Präsident Maduro spricht gar von einem Putsch made in USA. Unsere Enthüllungen, unter anderem von WikiLeaks, beziehen sich auf die Schlüsselfiguren des Machtwechsels und untermauern diese Vorwürfe. Da passiert so gut wie nichts und man will unter anderem auch die BRICS-Staaten damit abstrafen. Cannes, Rio de Janeiro. Bei den Filmfestspielen im französischen Cannes hat das Team des brasilianischen Films Acarius gegen die Absetzung von Präsident Rousseff protestiert. Im Saal skandierten die gemeinsam mit dem Zuschauer Parolen gegen die de facto Temer-Regierung und entrollten kurz vor Filmbeginn ein Transparent »Stopp den Putsch in Brasilien«. Zumindest wird da ab und zu mal was gemacht. Damaskus, BRICS. Die BRICS-Staaten erfüllen laut Syriens Präsident Assad die wichtigste Funktion der Herstellung eines Gleichgewichts auf der internationalen Bühne und im Sinne der Begrenzung der westlichen Einmischung in die Angelegenheit anderer Staaten. Möglicherweise geht Syrien in die Richtung der BRICS-Staaten. Das ist schon möglich. Russland stärkt ihnen den Rücken. Syrien, Russland, VSA. Obwohl Russland nach der mit den VSA geschlossenen Einstellung der Feindseligkeiten beschlossen hatte, seine Bomber aus Syrien abzuziehen, ist gezwungen, zum Schlachtfeld zurückzukehren, weil Washington pflichtverletzend die Lieferung von hochmodernen Waffen an die Dschihadisten weiterführt, einschließlich Al-Qaida und Daesh. Folglich sollte der Flugzeugträger Admiral Kuznetsov im Juli bereitgestellt werden. Geht ganz einfach. Der Ami liefert weiter. Und Putin sagt, ihr bleibt da oder kehrt zurück. Das ist Schnelligkeit. Ankara, Türkei. Jetzt kennen wir auch den neuen türkischen Ministerpräsidenten. Yildirim gilt als Vertrauter Erdogans, wie könnte es auch anders sein. Demnach ist nicht zu erwarten, dass eine eigenständig politische Linie verfolgt wird. Er wird genau die Politik betreiben, die ihm der Sultan diktiert. China, Asien, Welt. Laut der High Education System Strength Rangliste 2016, die am Mittwoch von Quaquarelli Simons, einem Beratungsunternehmen für Hochschulbildung, veröffentlicht wurde, besitzt China das beste nationale Umfeld für Hochschuleinrichtungen in ganz Asien. China wird in der weltweiten Rangliste auf Platz 8 geführt und überholt andere asiatische Länder wie Südkorea und Japan. China, Europa. Die europäischen Vertreter auf dem 5. hochrangigen Forum chinesischer und europäischer Parteien haben Chinas Standpunkt in der Frage der südchinesischen Meeres bekräftigt.
Sie sollen nicht durch das von den Philippinen einseitig aufgestellte Schiedsverfahren abgelöst werden. Der stellvertretende bulgarische Parlamentspräsident Stoinov betonte, die Schwierigkeiten und die Streitigkeiten sollten entsprechend des Völkerrechts durch Verhandlungen gelöst werden. Sotschi. An der schwarzen Meerstadt Sotschi hat gestern ein Gipfeltreffen zwischen Russland und den Asian-Ländern begonnen. Moskau erwartet von dem Forum neue Impulse für strategische Partnerschaft. Heute sollen Fragen der globalen und regionalen Tagesordnung erörtert werden. Thema ist die Bilanz der 20-jährigen Zusammenarbeit zwischen Russland und den Asian-Ländern, sowohl anderen weiteren Perspektiven für die Kooperation. Im Vorfeld des Forums erklärte der Assistent des russischen Präsidenten Uschakow, welche Ergebnisse der Kreml davon erwartet. Wir erwarten, dass der Gipfel der weiteren Zusammenarbeit zwischen Russland und den Asien einen Impuls in allen Bereichen geben wird. Es ist prinzipiell wichtig, dass unser Ziel klar markiert wird, und zwar die Partnerschaft zwischen Russland und den Asien auf ein qualitativ neues strategisches Niveau zu bringen. Moskau. Nach rund 30 Jahren Pause will Russland laut Vizeverteidigungsminister Borisow wieder den amphibientauglichen U-Boot-Abwehr-Hubschrauber Mi-14 bauen. Der sowjetische U-Boot-Jäger, auf den Russland seinerseits vermutlich auf Drängen der USA verzichtet hatte, soll modernisiert und mit neuen Waffen ausgestattet werden. Daran wird schon gearbeitet, bestätigte Borisow am Donnerstag am Rande der Moskauer Hubschraubermesse Heli Russia 2016. Die bereits in den 60er Jahren gebaute Mi-14 konnte neben diversen Wasserbomben und Torpedos eine nukleare Freifall-Wasserbombe mitführen, die in der Lage war, alle U-Boote im Umkreis von einem Kilometer zu vernichten. Das ist eigentlich eine traurige Sache, sowas. Allerdings muss Moskau sich auch wehren gegen die USA und andere. Klammer auf, Feindstaaten, Klammer zu. Moskau, Russland. Die russische Staatsduma hat Dienstag beschlossen, den russischen Mindestlohn um 21% anzuheben. Ab 1. Juli 2016 wird der monatliche Mindestverdienst dann von derzeit 6.204 Rubel, das sind ungefähr 86 Euro, auf 7.500, das sind 105 Euro ungefähr, angehoben. Die Entscheidung dazu hatte Premierminister Medvedev im März verkündet. Trotz der Anhebung um mehr als ein Fünftel bleibt der Mindestlohn kurioserweise unter dem Existenzminimum, das zuvor vom Arbeitsministerium auf 9.452 Rubel geschätzt wurde. Selbst nach der Erhöhung wird der Mindestlohn nur 64,7% des Existenzminimums betragen. Es sei aber geplant, in den nächsten beiden kommenden Jahren den Mindestlohn weiter zu erhöhen. Kiel, Washington. 5 Wochen nach dem ukrainischen Regierungswechsel hat der IWF grundsätzlich in die Freigabe eines lange zurückgehaltenen Milliardenkredits für das Krisenland eingewilligt. Mit Kiew sei eine vorläufige Vereinbarung über die Auszahlung von 1,7 Milliarden Dollar, das sind auch ungefähr 1,5 Milliarden Euro, erzielt worden, teilte der Fonds am Mittwoch in Washington mit. Im Juli muss der IWF-Verwaltungsrat die Überweisung noch absegnen. EU, Russland. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini rechnet damit, dass die wegen des russischen Vorgehens in der Ostukraine beschlossenen Sanktionen erneut verlängert werden. Mogherini sagte im Interview der Welt auf die Frage, ob die im Juli auslaufenden Sanktionen verlängert werden: Ich erwarte es. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten eine Aufhebung der Strafmaßnahmen an eine vollständige Umsetzung des Minsker Abkommens gekoppelt, so Mogherini. Das wurde bisher nicht erreicht. Nee, unter anderem, weil Minsk nicht mitspielt oder Kiew. Salzburg. Der katholische Weihbischof von Salzburg-Laun hat die Christen aufgerufen, für einen Sieg des FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Hofer zu beten. Gott helfe uns und den Menschen in unserem Land. So wie das Angebot jetzt, kann man nur Hofer wählen und betet für ihn und für Österreich. Ja, die müssen sich immer einmischen in irgendwelche politischen Lagen. Helfen tut's eh nicht. Oder wenn, dann der falschen Seite.
zerstört werden, werden sie auch. Die Kirchen, meine ich. EU-Türkei. Der ehemalige Vorsitzende des britischen Geheimdienstes MI6, Sir Dirlaw, warnte gegenüber der BBC eindrücklich vom Zugeständnis der Reisefreiheit an die Türkei. Dirlaw ist hierbei sehr besorgt um die Zukunft Europa. Für die EU scheint es pervers, 75 Millionen Türken Reisefreiheit ohne Visum anzubieten, um den Immigrantenstrom über die Ägäis zu bremsen, als würde man Benzin neben einem Feuer lagern, das man dann zu löschen versucht. Der Vergleich ist gar nicht so falsch. Idomeni. In der griechisch-mazedonischen Grenze gab es Mittwochabend neuerlich zur Eskalation aufgebrachte Migranteros hatten einen Eisenbahnwaggon bis zur letzten Absperrung der griechischen Polizei geschoben, um ihn anschließend als Rambock zu benutzen, um den Zaun auf der mazedonischen Seite einzureißen. Die griechische Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein, um eine Gruppe von rund 300 Asylantenforderern daran zu hindern, den mazedonischen Grenzzaun in der Nähe des improvisierten Lagers von Idomeni zu durchbrechen. Ja, sie werden immer dreister, auch hier. Bonn. Niklas sack zu Boden, blieb regungslos liegen. Als dessen bester Freund sich um ihn kümmern wollte, kam Walid S. noch einmal zurück und sollte Niklas dann mit voller Wucht gegen den Kopf getreten haben. Niklas lag 6 Tage lang im Koma, bis er an seinen schlimmen Verletzungen starb. Walid S. wurde in Italien, Piacenza, geboren, hat aber marokkanische Wurzeln. In Bonn lebt er seit einigen Jahren, ist bereits wegen Gewaltdelikten Polizei bekannt. Ja, man muss das Gleiche nicht mit ihm machen, aber man soll ihn unter verschärfter Aufsicht in ein Arbeitslager stecken. Das wäre hilfreich. Berlin, Deutschland. Lediglich 2 Asylanten aus den Maghreb-Staaten Marokko, Tunesien und Algerien haben 2015 Asyl erhalten. Fast alle Asylanten von Marokkanern, Tunesien und Algerien wurden abgelehnt. Dennoch wird nur ein geringer Teil abgeschoben. Berlin, Kiew, Moskau. Eine Berliner Regierungsberaterin forderte den Ausschluss Russlands aus dem Europarat. Man sollte ihr mal eine Ohrfeige für sowas geben. Dann weiß sie, wo es lang geht und was Politik heißt. Das Vorgehen der russischen Regierung gegen die Krimataren und das Verbot des Meschlins, einer politischen Organisation, macht es in Verbindung mit anderen Maßnahmen unmöglich, die russische Mitgliedschaft im Europarat weiterhin zu rechtfertigen, hieß es in einer aktuellen Stellungnahme aus der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dass solche Leute, solche in dem Fall Frauen, an die Öffentlichkeit sogar kommen, ist schon traurig, mehr als traurig. Aber ich behaupte weiterhin, das ändert sich nicht mehr lange. Oder nicht mehr lange Zeit. Deutschland. Vorgestern im Supermarkt. Als an der Kasse neben mir eine Frau bezahlte, bekam sie danach etwas geschenkt. Dann kam die Frau nach ihr dran und bekam nichts geschenkt. Warum ist das so? Ich erwarte noch ein paar Leute ab und dann war ich sicher. Jeder, der bargeldlos mit EC-Karte zahlt, wurde mit einem Leckerli belohnt. Man könnte doch kotzen, wenn da sowas ist. Die Leute machen sich selbst kaputt damit. Und die Zentralen, beziehungsweise so in diesem Fall Supermärkte, helfen auch noch mit, weil sie es ja wollen. Es ist übel und es ist schlimm. Zerstörung der Kulturen. Die gute Nachricht. Ich kenne nichts Ärmeres unter den Sohn als euch Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und David wären nicht Kinder und Bettler, hoffnungsvolle Toren. Johann Wolfgang von Goethe aus Prometheus. Und das war's mal wieder für heute. Ich möchte noch daran erinnern, nächsten Monat im Juni haben wir was Besonderes vor. Die Sommersonnenwende. Wir bieten an 7 Tagen Feuerwerk des Wissens. Hauptsächlich in vielen, vielen Fällen geht es um die Gesundheit, um unsere Gesundheit, um deine, um meine Gesundheit. Es geht natürlich auch um Politik. Wir bieten das an vom 20. bis zum 26. Juni in Wemding und im Nördlinger Ries zu einem super Schnäppchen Sonderpreis. Macht euch mal schlau, wer da auch alles kommt.
Man glaubt es gar nicht. Es wird immer toller, immer schöner, immer anspruchsvoller auch. Und das macht richtig Spaß. 21. glaube ich wohl, war das richtig? Ja, 20. bis 26. Juni. Man muss nicht alle Tage da sein, man kann auch nur Einzeltage da sein. Aber kümmert euch eben drum und meldet euch an unter imme76@web.de. Das war's wieder für heute. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns wieder nächste Woche. Euer Honigmann. Tschüss.